Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videotutorial. Es kommt häufig vor, dass Nutzer von Android-Handys auf ein iPhone oder iPhone-Nutzer auf ein Android-Handy wechseln. Beide Handys haben ihre eigenen Vorteile. Jetzt zeige ich euch, wie man Android-WhatsApp-Daten auf das iPhone überträgt. Methode 1: WhatsApp-Daten von Android auf das iPhone übertragen mit Move to iOS. Um auf iOS übertragen zu verwenden, muss es auf deinem Android-Handy installiert werden. Dann musst du dein iPhone auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Es ist also nicht sehr einfach, wenn du bereits Daten auf dem iPhone hast. Du kannst die Daten zuerst sichern oder zur nächsten Methode übergehen. Gehe jetzt zu den Einstellungen. Allgemein. Tippe auf die Option Übertragen oder Zurücksetzen. Zurücksetzen. Das iPhone wird nun auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, fahre mit dem Einrichten fort, bis du die Seite für die Datenübertragung erreichst. Denk daran, dass dein Android-Handy und dein iPhone mit demselben Wi-Fi verbunden sein müssen. Wähle nun Übertragung von Android. Fahre fort und gib den einmaligen Code in dein Android-Handy ein. Auf der Seite Daten übertragen kannst du auswählen, welche Daten zu übertragen sind. Hier werde ich sie alle einschließlich meiner Fotos, Videos und Musik auswählen. Aber das Wichtigste ist WhatsApp Chat auf iOS verschieben. Auf iOS übertragen wird angezeigt, tippe auf Starten und Weiter. Wenn du mit den Einstellungen fertig bist, tippe auf Weiter. Der Übertragungsprozess wird beginnen. Dieser Vorgang wird eine Weile dauern. Wenn du viele Daten zu übertragen hast, denke auch daran, sie in einem guten Netzwerkzustand zu halten. Sonst wird die Übertragung nicht erfolgreich sein. Die Übertragung ist fertig. Fahre mit der iPhone-Einstellung fort, bis du auf die Startseite gelangst. Lade nun WhatsApp auf dein iPhone und logge dich in dein WhatsApp-Konto ein. Du solltest die Seite Chats von Android übertragen sehen. Tippe auf Starten und erlaube den vollen Zugriff auf den Prozess, dann ist er fertig. Tippe auf Weiter und erstelle dein Profil. Du kannst sehen, dass mein Android WhatsApp Chat jetzt erfolgreich auf mein iPhone übertragen wurde. Noch während des Übertragungsvorgangs gibt es eine Menge von Fehlern passieren würde, wie Übertragungsfehler nicht in der Lage zu migrieren. Übertragung bleibt bei einer Minute hängen und so weiter. Diese Situationen könnten den Übertragungsprozess unterbrechen und wenn du dein iPhone nicht zurücksetzen willst, kannst du die nächsten beiden Methoden anwenden. Methode 2: WhatsApp-Daten von Android auf das iPhone übertragen mit iCare Phone Transfer ohne zurücksetzen. Dies ist ein professionelles WhatsApp-Datenübertragungstool für iPhone zu Android oder Android zu iPhone. Ich habe den Link bereits in der Beschreibung angegeben. Nach der Installation von iCare Phone Transfer schließt dein iPhone und Android an deinen PC oder Mac an. Öffne iCare Phone Transfer und wähle WhatsApp. Hier musst du sicherstellen, dass die Übertragung in die richtige Richtung erfolgt, wenn nicht, drehe sie einfach um. Bevor wir beginnen, solltest du die zweistufige Verifizierung auf deinem Android-Handy deaktivieren. Dann kannst du fortfahren, indem du auf die Übertragen-Taste klickst. Nun musst du der Anleitung folgen, um einen 64-stelligen Schlüssel für die Verschlüsselung zu aktivieren. Backup: Gehe zu deiner WhatsApp-Einstellung Chat. Chat Backup. Wähle die Option 64-stellig. Erzeuge deinen 64-stelligen Schlüssel. Mach jetzt ein Bildschirmfoto oder ein Foto von deinem Code. Fahre mit dem Erstellen fort und WhatsApp beginnt mit dem Sichern deiner Daten. Gib nun deinen 64-stelligen Code auf iCare Phone Transfer ein. Klick auf Überprüfen und wähle aus, welche Daten du übertragen möchtest. Wähle alle und klicke auf Weiter. Logge dich jetzt in WhatsApp auf deinem iPhone ein und deaktiviere Mein Phone suchen. Dann wird die Übertragung beginnen. Es dauert nur eine Sekunde, wenn du nicht viele Daten hast.
Siehe, alle meine Android-WhatsApp-Daten werden auf mein iPhone übertragen. Perfekt. Text, Sprachnachricht, Sticker, Foto. Danach ist es sehr einfach und im Grunde wird kein Fehler während des Übertragungsvorgangs auftreten. Wenn du keinen Computer hast, iCare Phone Transfer hat auch die App-Version. Methode 3. WhatsApp-Daten von Android auf iPhone mit iCare Phone Transfer App ohne Zurücksetzen und Computer übertragen. Verbinde beide Handys mit dem Kabel miteinander. Lade die iCare Phone Transfer App auf dein Android-Handy herunter. Tippe auf die Option WhatsApp-Daten übertragen. Wähle Android zu iOS und erteile Ordnerberechtigungen. Backup und wähle die 64-stellige Verschlüsselung. Tippe auf die Option Schlüsselbild identifizieren, damit wir sie nicht einzeln eintippen müssen. Wähle aus, was du übertragen willst und tippe auf Weiter. Schalte dein iPhone aus Mein Phone suchen, wenn es aktiviert ist. Logge dich in dein WhatsApp-Konto auf deinem iPhone ein. Dann fahre mit den Prozessdaten fort. Die Übertragung wird innerhalb weniger Minuten fertig sein. Aber aus Zeitgründen werde ich euch nicht Schritt für Schritt zeigen, ihr könnt es selbst ausprobieren. Auch wenn es sehr einfach ist, empfehle ich euch trotzdem, die Desktop-Version zu benutzen. Das ist alles darüber, wie man Android-WhatsApp-Daten auf das iPhone überträgt. Jetzt können wir unser neues iPhone genießen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und besonders über ein Abo.